Der dritte Muskel in der Gruppe der ventralen Unterarmmuskeln ist der Musculus palmaris longus. Er ist der dritte Muskel in dieser Gruppe, der zweite Muskel in unserer Subgruppe. Sie erinnern sich, Musculus pronator teres und der Musculus pronator quadratus zum Schluss und am Anfang, die grenzen die Gruppe schon ein. Wir unterteilen nochmal in zwei Dreiergruppen. Erste Dreiergruppe, Musculus flexor carpi radialis als erstes, Musculus palmaris longus als zweites. Der Musculus palmaris longus hat seinen Ursprung wieder, yippee-yay, am Epicondylus medialis. Fünf der insgesamt acht Muskeln in dieser Gruppe haben ihren Ursprung, Ursprung am Epicondylus medialis. Und der Musculus palmaris longus hat seinen Ansatz in der Palmarfaszie. Habe ich schon mal vorbereitet, weil es so ein bisschen Bastelei war. In der Palmarfaszie an der Hand, da habe ich einfach mal vier Tapes hier reingeklebt. Die Palmarfaszie, was ist das? Das ist eine dicke, feste, lederartige Struktur, eine fasziale Struktur, die relativ oberflächlich die Handinnenfläche bildet. Wenn ich meine Hand so ein bisschen verkrampft halte, dann wird die deutlicher. So ist es locker, jetzt wird sie ein bisschen verkrampft deutlich sichtbar in der Hand. Diese lederartige Struktur, die bringt Halt, die bringt Stabilität in die Hand. Und der Musculus palmaris longus, der soll eben über seinen Zug diese Faszie verspannen und nochmal Stabilität reinbringen. Einmal verbinden, Ursprung und Ansatz. Sollte reichen. Das Besondere vielleicht an diesem Muskel ist, dass ein gewisser Prozentanteil an allen Menschen diesen Muskel gar nicht hat. Also durchaus möglich. Das lässt tief deuten, vielleicht, dass der Muskel gar nicht so massiv wichtig ist, funktionell gar nicht so extrem wichtig ist. Trotzdem, er liegt ziemlich günstig und ist auch gar nicht so klein, wenn er denn da ist, liegt ziemlich günstig über der Flexionsachse für das Handgelenk. Dementsprechend, klar, führt er die Flexion durch am Handgelenk und sorgt dann eben auch dafür, dass die Palmarfaszie verspannt bleibt, verspannt ist. Innerviert wird er auch vom Nervus medianus, wie fast alle Muskeln aus dieser Gruppe. Das war's schon. Bis später.